Embedded-PCs gibt es bei Beckhoff seit 2001. Embedded-PCs heißen bei uns Geräte, die direkt auf die Hutschiebe montiert werden und wo man direkt die Beckhoff-Busklemmen anstecken kann. Das können sowohl die K-Bus-Klemmen, KL-Klemmen sein oder eben auch die EtherCAT EL-Klemmen. Über die Jahre wurde das Portfolio an Embedded-PCs immer weiter erweitert, aber heute wollen wir uns im Speziellen mal die CX2000-Serie angucken. Die CX2000-Serie ist die High-End-Serie. Sie basiert auf Intel Core-Prozessoren, AMD Ryzen-Prozessoren oder auch Intel Xeon-Prozessoren und deckt die höchste Leistungsklasse in der Embedded-PC-Produktfamilie ab. Die CX2000-Serie ist insofern besonders, weil sie eine komplett modulare Serie ist. Das bedeutet, man wählt ein CPU-Modul aus und erweitert dieses CPU-Modul mit zusätzlichen Ansteckmodulen. Das können auf der linken Seite zusätzliche Speichermodule sein, das heißt sowohl zusätzliche CFast-Karten-Slots als auch 2,5 Zoll Speichermedien. Und auf der anderen Seite kann man das System mit verschiedenen PCI-Express-basierten Modulen erweitern. Somit kann ich mir das System genau so zusammenbauen, wie ich es für die jeweilige Applikation benötige. Die Geräte sind auch alle für den erweiterten Temperaturbereich spezifiziert, das bedeutet von minus 25 bis plus 60 Grad. Die Geräte können in einer Vielzahl von Applikationen eingesetzt werden, ja, sei es normale SPS-Applikationen, Motion Control mit vielen Achsen. Man kann natürlich auch ein HMI anschließen, also sprich ein Control Panel, dafür gibt es die internen DVI-Schnittstellen. Und man kann sie natürlich auch, speziell die Intel Xeon-Prozessoren, für High-End-Applikationen, XFC, XTS oder Xplanar-Applikationen einsetzen. Alle Embedded-PCs und natürlich auch die CX2000-Serie unterliegen dem erweiterten Lebenszyklus. Das bedeutet, die Geräte sind für mindestens 10 Jahre in Serie verfügbar und anschließend nochmal 10 Jahre Service. Das heißt, insgesamt bietet sich ein Zeitraum von 20 Jahren, den die Geräte abdecken. Somit bieten sie eine hohe Investitionssicherheit für Serienmaschinenbauer, die über viele Jahre lang ihre Maschine im gleichen Zustand bauen wollen.